So, hier müssten gleich recht viele auf dem Haufen stehen. Lalala. Komm schon. Oh, okay. Also, sobald sich die Dinge auch nur ein bisschen aufteilen, kommt gar kein Schaden mehr an. Heißt, man muss wirklich einen sehr großen Gegner haben. Man muss genau wissen, wann er wo ist. Und dann ist es vielleicht gut. Wir müssen hier erstmal einfach noch weg. So. Na komm, schieß. Ding, ding, ding. Weg, 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 weg. Trinken. Weg. Guti. Das war früher mal wesentlich schwieriger gewesen. Ach ja, ist doch schön so als Magier. Wir wollen eigentlich nicht nach unten. Ich gehe nur mal kurz nach unten, um zu gucken, genau. Und da wäre eine Abkürzung zum Bossraum, wo wir jetzt ja nicht so wirklich hin wollen. Wobei, eventuell ist der Drache ja auf diesem Gebäude gelandet hier und man kann nur ganz nach oben, wenn man den Boss besiegt. Also die drei Bosse. Nee, nee, nee. Oh oh. Ja, 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 ja. Weg, weg. Au, oh. Machst du richtig Schaden? Mehr als die anderen Jungs. Au. So, 5 Flaschen. Ja, und da ist die Nebelwand mit dem Dreierboss. Und es ist recht weit oben. Die Sache ist nur die, wir springen ja gleich wieder runter, wenn wir gegen die kämpfen. Nee. Ich schieb's noch ein bisschen vor mich hier. Also wir werden so oder so später den Dreierboss töten müssen. Jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal das andere Gebiet durchgucken. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas umgehen kann. Das heißt, wir laufen jetzt runter zum... Oh. Wir laufen jetzt runter zum Schmied, benutzen da das Leuchtfeuer, teleportieren uns zum neuesten Leuchtfeuer und gucken da weiter. Zwei, drei. Inzwischen schaffen wir sogar mit 3 Schüssen schon, also 3-mal den allerbilligsten Zauber. Das ist sehr schick. Es ist schön, wenn man sieht, wenn der Charakter sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und das ganz ohne Zauberstab und Robo und allem. Also Travel, Sinner's Rise. Sieht genauso aus wie das Gebiet hier, aber ist wohl eigenständig. Genau. Oh. Kein bisschen unfair. Erschießungskommando direkt neben Spawnpunkt. So. Ich benutze jetzt mal keine Flaschen, sondern die ganz billigen Life Gems. Hier kommt bestimmt auch gleich ein Boss. Okay. Von da hinten kommen wir. Da hinten irgendwo ist der Drache, aber da gucken wir jetzt nicht nochmal nach. Hier ist der Hauptraum, wo man auf mehreren Ebenen hinkommen kann. Da springe ich aber nicht runter, weil wir haben hier unsere... Oh, warte mal. Toggle. Light Torch. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, weiter nach unten zu gehen. So, ich zünd mal an, einfach in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Denn hier runter. Schwusch. Genau, hier kamen wir von daher. Achso, und ihr seid ja auch wieder alle da. Dann mache ich euch mal wieder alle weg. Weg, weg. Oh, One Hit. Sehr schön. Mache ich alle weg, gehe dann unten rum. Und dann sind wir auf der nicht untersten Etage, weil da war so eine Art Fahrstuhl. Das heißt, geht noch weiter runter. Und loot ganz vorsichtig. Pick up. Human Effigy. Ja, die könnten wir... Also wenn wir eine Nebelwand sehen, werde ich auf jeden Fall eine Human Effigy benutzen. Aber wir haben davon doch recht viele inzwischen. So, weg. Kurz die Wände checken.
Auch wenn hier keine Schriftzüge sind, aber man weiß ja nie. Die sind so schön glatt. Weil Geheimwände können ja irgendwie nur bei glatten Wänden kommen. Das könnten sie in Dark Souls 3 ruhig ändern. So. Klick. Nein, ich hätte die... Ich hätte die Nachricht lesen sollen. Das hätte hilfreich sein können. Da sehe ich schon mal Loot. Oh, warte. Jetzt. Pick up. Wurfmesser. Okay. Roll. Nicht hochgehen, genau. Dich können wir anzünden. Und Wasser? Oh. Oh, haha, hallo. Du bist groß. Das klappt hier nicht. Achso, weil nicht genug Platz. Ich habe eine gute Idee. Können wir hier rauf? Nee. Das, ich glaube, ich umgehe dich einfach. Was hältst du davon? Ja, du bist tierisch langsam. Ich umgehe dich einfach. Und klau deinen Loot. Zu bleiben Bohnendust. Oh, das macht unsere Flaschen stärker. Sehr schön. Dann gib mir noch... Oh, warte, ich könnte... Können wir mal gucken, wie viel die aushalten. Man muss sie ja nicht umgehen, wenn man sie gleich mit 4, 5 Sprüchen töten kann, hm? Wo bist du hin? Oh. Okay. Ich glaube, der ist runtergefallen. Dummdi-dumm. Das ist also unsere Notfalllösung. Oh. Ja, nee, die halten mehr aus als 3, 4. Aber die bringen gut Seelen, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier vielleicht jetzt? Decke hoch genug oder so? Nee. Komm mal hier in die Ecke. Dann laufen wir einmal um dich rum. Oh. Das ist so... Au, au, okay. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass du so groß bist, machst du aber ganz schön wenig Schaden. Und dann... Da ist noch einer. Loot. Roll dich. Und hier ist eine Sackgasse. Da geht's weiter. Oh. Weg. Hier geht's hoch. Sehr gut. Hoch ist, glaube ich, mein Freund. Aber ich weiß nicht, ob die hinterherkommen oder nicht. Kleine Pfeile? Nee, die kommen nicht hinterher. Gut, und die... Was? Ich höre so ein schnatterndes Geräusch. Ich dachte, die Kettenschwinger. Secret, 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 Secret? Nein. Du da hinten. Weg mit dir. Ich hoffe, wir treffen niemals auf einen Typen, der so aussieht wie die. Weil wir werden sie immer töten. Aus Distanz. Und wenn das ein NPC ist, wäre es nicht so schön. So, ich höre Wasser. Aber hier ist überall Wasser. Und da geht's wieder runter. Okay, hier. Abgeschlossen. Hm. Auf die andere Seite komme ich wahrscheinlich, wenn ich da drüben hochgehe. Gut, können wir dich von hier oben... Hey! Mich nicht zurückziehen. Genau, schlurf mal hier in die Richtung. Wir nehmen die großen Seelenpfeile. Rollen uns kurz auf die andere Seite. Schießen dann von hier. Wo bist du? Da bist du. Nein. Du bist ganz schön flink für so ein Riesenvieh, wenn wir dich mal angreifen können, ne? So, wieder eine leere Zelle. Wieder kein Secret. Das Ding ist bestimmt auch wieder abgeschlossen. Oh, hier. Ah, abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Okay. Das heißt, da geht es weiter. Und ich hoffe mal, da brauchen wir keinen Schlüssel. Ah, Schalter. Pull. Na, Mist, 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 Mist. Lauf, lauf. Genau.
kaputt. Lauf so schnell du kannst. Ja, nicht in die Nebelwand. Heil dich. Guck dich um. Okay. Warum? Genau. Du weg. Du. Genau. Töte dich. Oh, warte mal, da oben. Ah, da sind Leitern. Um dahin zu kommen, wo man mit dem Schlüssel hinkommen musste. Okay, testen wir. Hoch. Dingens benutzen. Sollte wahrscheinlich von dieser Seite auch abgeschlossen sein. Wozu ist das denn, wenn man so oder so recht leicht auf die andere Seite kommt? Das ist komisch. Kein Erfolg mehr. Gucken wir auf der anderen Seite, ob es genauso ist, aber ich denke mal schon. Try Ranged Battle. Hä? Nö. Nö. Hm. Okay. Ja gut. Also da sieht das gefährlich nach einem Bosskampf aus. So imposant. Burg im Meer und ne? Also was? Und die Treppen. Das heißt, ich gucke mich erstmal hier unten um. Da ist ein Blut. Kriegen wir dich auf? Nein. Kriegen wir dich auf? Oh, Radiant Life Gem. Steht hier. Freund benötigt voraus. Ja, das haben sie mir schon bei fast jedem Boss gesagt. Und ich habe es trotzdem geschafft. Edge. Locked. Hm. Okay, also es kommt definitiv ein Boss. Das heißt, was machen wir? Ich benutze einmal einen von den billigen Kräutern. Dann benutze ich noch eins von den billigen Kräutern. Damit wir 100% Zaubersprüche haben. Dann Equipment. Ringe sehen okay aus. Ich hätte gern Lightning Damage Bomben für irgendwas Dämonenartiges. Normale Feuerbomben. Nee, haben wir noch irgendwas anderes Bombenartiges? Tolles. Super tolles. Für Bosskämpfe geeignetes. Eine Komplettheilung, aber nee. Na, wir haben 6 davon. Komm, können wir auch mal in die Quickliste reinpacken. So. Wenn es ein großer Boss ist, Soul Shower testen. Wenn nicht. So, und das Ding. Und Pyromantieflamme. Und überhaupt. Okay. Achso. Ordentlich hinsetzen. So. Human Effigy benutzen. Jo. Hochheilen. Ja, komm, und dich da reinnehmen. Okay. Gucken wir. So leer. Das kleine Krabbelding sah aus wie diese komische Parasitengeschichte. Oh oh. Ja, das war jetzt nicht so super toll. Lost Sinner. Aber nee, das wird nicht so leer sein. Das wird irgendeine arme Seele sein, die von so einem Krabbelvieh übernommen wurde. Das soll mich heilen. Das war der falsche Knopf. Oh, 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 oh. So, Feuerball. Komm, Abstand. Feuerball. Oh. Hihihi. Also. Er müsste gut machbar sein. Ich habe mich total doof angestellt. Ich habe zweimal den falschen Knopf gedrückt und eben gerade zu spät gerollt. Also, ja, aber die Bewegungsmuster sind okay. Das haut also hin. Ich muss jetzt nur... Nein, 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 nein. Geh weg. Na. Ah.
Wisst ihr was? Ich glaube, das Beste wäre jetzt, ich gehe zurück nach Majula. Oder warte, ich verbrenne hier das Sublime Dust-Ding. Cannot burn at this bonfire. Okay, muss ich doch nach Majula zurück. So, travel Majula. Dann verbrenne ich das Sublime Dust-Ding, damit unsere Flasche stärker wird. Und dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, bin ich hoffentlich ein wenig konzentrierter. Und dann machen wir den Boss nochmal. Das klingt doch nach einem Plan. Also du da, du da. So. Genau. Stärkere Flasche. Sehr gut. Also, wenn wir uns gleich wiedersehen, gehen wir zurück zu dem Boss und treten ihm in den Hintern. Also bis gleich.